Geiler Boss, Mann. Holy fucking shit. Nee, Chris, kein Bock mehr. Auf irgendwelche Wetten gerade. Sorry. Nicht bei so einem Boss. Einfach genießen den Lachs. Geiler Boss. Aber ich glaube, machbar, oder? Ich weiß nicht, wie low ich ihn gerade hatte, aber war doch gar nicht so knapp. Meine Runen. Da hinten sind sie. Das nervt so, dass man immer den Druck hat, die Runen einzusammeln. Es ist so ein Nachteil im Bossfight. Ich scheiß auf die 30k gleich. Ich glaube, wenn man hier den Falkentalisman benutzt, dass man im Sprung mehr Schaden macht, sollte bei dem Boss vielleicht echt was bringen. Ah, das ist so ein bisschen... Also das Magma nervt, ne? Ich dachte, vielleicht kann man rüberspringen. Ich hab so B gespammt. Also das kann ich ja gar nicht verstehen, was hier gerade abgeht dann mit diesen ganzen Totenköpfen. Einfach laufen oder was? Laufen, rollen, rollen, laufen. Ach so, die explodieren erst, wenn sie einen erreichen. Ah. Ich dachte, man braucht das Mana, aber braucht man gar nicht. Eigentlich machbar, Digga. Machbar. Ach, Chat, ihr seid doch selber mal gierig. Ihr seid doch selber mal gierig. Wenn ich da bei Chris sehe, Spiel schon 20 Mal durchgespielt und trotzdem nimmt er immer den extra Hit beim Boss noch mit. Hey, das ist aber neu hier.
Ey, was war das denn? Der Move war neu. Was macht da mehr Damage, Chat, wenn er auf dem Boden liegt? Dieser Move oder einfach normal draufschlagen? Oh, Hals, Maul. Einmal nicht hingeschaut. Schon tut er mich wieder anknabbern. Das musste jetzt wieder sein, ha? Eventuell mit Bananenhut probieren. Bananenhut ist ganz wichtig und richtig. Okay, der Hit geht deutlich weiter. Der Mana kostet. Ja, hat nicht getroffen. Perfekt, Digga. Gerade gelobt ins Bild. Das hat ihm gar nicht geschmeckt. Das hat er mir gerade per SMS geschrieben. Das schmeckt gar nicht, Bruder, hat er geschrieben. Autsch. Den kann man bestimmt überspringen, könnte ich mir vorstellen. Digga, das Lava. Die Lava nervt er so rum. Zu gierig, gebe ich zu. Oh, man kann Doppelten machen. Einen Doppelten aufgeladenen. Vergessen. Oh, wie kann man sowas in einem Bossfight reinhalten? Boah, macht das Damage. Das macht ihm gar nicht Spaß. Das macht mir keinen Spaß. Ich bin schon sehr tanky eigentlich, ne? Geht schon, geht schon. Der zweite hätte nicht sein müssen. Das ist halt wirklich so dumm, was dann jetzt hier passiert. Die ganze Welt geht einfach runter. Oh, ist das nervig, Digga. Wirklich wahr. Hehehehe.
sein fucking Lava die ganze Zeit, Mann. Das ist ja echt nervig. Was? Die Waffe kann man auch aufwerten? Bringt das was? Das ist ja übelst OP dann. Man macht das einfach mit einer Level-Nuller-Waffe. Lul. Lohnt sich nicht, lohnt sich derbe, schätze ich wieder einig. Eine Mimikasche mit. Ja, die Mimikasche spammt das dann auch. Aber ich wiederhole nochmal, ich versuche. Also ich, was versuche ich? Mach alle Bosse, die solo sind, auch solo. Einfach weil es mehr Spaß macht. Die Mimikasche ist halt wie, keine Ahnung. Also die ist Teil des Spiels, klar. Aber die ist fast wie Cheaten, Digga, weil die so fucking gottlos OP ist. Da hat mir sogar Ehrenbruder Chris geraten, wenn möglich, die nicht zu benutzen. Weil die halt so stark ist. Einfach plus 9, Digga. Jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt noch macht, der Typ. Korrekt, dass ich alle Steine habe, Digga. Ja, hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht. Aber ein Ehrenbruder im Twitch-Chat, da geht ein dickes Bussi raus. Einfach wieder ein Five-Head, der Bree. Oh Gott, jetzt wird er so weggeschallert. Der Arme, der tut mir leid. Kann aber auch sein, das bringt gar nichts. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hauen wir da direkt mit Doppelschwer rein. Okay, man sieht, da kommt ein bisschen mehr Damage rum. Chris, noch eine Sub-Wette? Oh nein, doch nicht. Achso, der hat mich gar nicht getroffen, lol. Loser. Das ist ja so stark, wenn man die aufwertet. Könnt ihr euch also merken, Chat. Ist ja wirklich geisteskrank. Digga, das ist ja voll krank, Digga, der Unterschied. Lol. Der arme Boss, Digga. Er wird so hart verarscht, Digga. Oh mein Gott, Alter. Er denkt so, oh Bruder, warum hat denn der plus 9er Steine im Gepäck, der Hund? Was soll die Scheiße? Ich will mein Geld zurück, denkt er sich. Dafür wurde ich nicht bezahlt, Digga. Dafür wurde ich nicht gebucht. Ich schieb meinen Schlangenarsch nach Hause. Ja, und dann könnte man noch Mimik rufen, ne? Und Mimik kopiert ja dein Setup. Alter, ist das ein gottloser Schaden. Tut sich aber, fühlt sich gut an, mal Bosse auch richtig schön zu knechten, Digga. Die haben es auch verdient, die kleinen Hunde, weil die es immer mit uns machen. Wie kann man dem Lachs überhaupt ausweichen? Ich glaube, man darf nicht zu spät, nicht zu früh rollen. Junge, ist das ein geiler Move, ne? Und wie gesagt, mit dem Falkentalisman würde ich noch mehr Damage machen, wenn ich im Sprung bin. Bruder, wo schießt du hin? Hä? Da fuck, was war das denn? Bro, warum hittet mich das alles? Viel zu gierig.
Ich habe keinen Bock, jetzt wieder die ganze Phase wegzulaufen, wie ein Idiot. Yo, also wirklich, warum ist sowas im Spiel? Wann soll ich jetzt heilen, bitteschön? Jetzt. Jetzt bist du fällig. Ja, nice Hitbox. Mann, mach's doch nicht wieder uns so schwer. Jetzt hole ich mir deinen geschuppten Arsch. Wirklich, ey, mach's doch nicht unnötig kompliziert. Oh, der gibt... Ach, das ist ein Main-Boss? 156.000 Runen. Heilige Scheiße. Also das mit dem Aufwerten war wirklich gottlos. Danke an den Viewer, der das geschrieben hat. Könnt ihr euch merken, Chat, wenn ihr das Spiel dann auch irgendwann mal spielt oder an dem Punkt seid. Die Waffe hat aber sogar einen Ass-Stärke-Scaling. Das heißt, wenn ihr viele Punkte in Stärke habt, dann knallt die Waffe sogar noch mehr. Und ein neues saftiges Echo. Schlangenjäger plus 9. Geiler Scheiß. Sehr, sehr geiler Bossfight. Mit so einem hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Aber ja, mit was rechnet man schon, ne? Sehr geiler Stream mal wieder. Der Stream hat mich auf gute Laune gebracht. Nach einer 3:0 Niederlage. Sehr, sehr geil. D. Kustigi. Freut mich zu hören. Ich weiß nicht, ob hier unsere Seelen noch da sind. Wir sind doch alle gestorben, oder? Oh, doch. Lul. The cash in the dash. Ja, ja, moin. Das reicht nur für ein Level up. Wow. Krasser Boss, der hat mich gerade echt abgeholt, der Fight. So, Chat, habe ich jetzt alles in der Burg oder gibt es noch mehr? Weil hier war ich noch nicht drinne. Ah ja, doch, diesen Pfad kann ich doch jetzt noch da weiterlaufen, ne? Hier war ich noch nicht drinne. Hier war ich noch nicht drinne. Muss man den Boss machen, Chat, damit man zum Endboss kommt? Also ist das ein Mainboss, den man legen muss? Dann muss man ja ihre Questline beenden. Was ist denn, wenn ich die einfach umschlage? Ach so, geht nicht, ne? Weil keine Waffen erlaubt. You. It's true then. You've defeated our Lord. No. I must thank you. Our Lord was yet weak. You have taught us that. Defeat is not the end. Our Lord is immortal and will one day rise again. Stronger. Until then, I must stay the path and do my part. I will leave the Volcano Manor before long. I suggest you do the same. I will miss these encounters. The champion who walks the tainted path shines all the more. I always was an admirer. Also wir haben heute wieder echt geile Bossfights erlebt, man, holy shit. This is farewell. Perhaps we will meet. Da freue ich mich doch schon wieder auf den morgigen Stream, was wir da noch alles schaffen. Wir sind echt gut vorangekommen heute. Und das, obwohl wir am Anfang des Streams gefühlt wieder nur im Kreis gelaufen sind. So, was kann die Rune? Wo aktiviert man die? Rückharz. Große Rune ohne jeglichen Segen. Der Eldenfürst ist damit in der Lage, den zertrümmerten Elden Ring wiederherzustellen. Das ist ja von der Fia-Quest, ne? Wird aus den zwei Halbkreisen das... Such den heiligen Turm von West Altus auf, an den Klippen der Küste südlich von Leinindel. West Altus. Oh.
Bruder, ich liebe diese Türme, Chat. Ja, da waren wir schon, das Tor war zu. Ich finde diese Türme so geil, Chat. Alles an dem Spiel hat so eine fucking geile Magie. Die machen das einfach um diese Boss-Runen so ein riesen Ding gemacht. Das feier ich richtig ab. Und dann auch diese Idee, dass man halt die Boss-Runen anlegen kann und die sich aber nur aktivieren, wenn man einen Runenbogen ploppt. Komplett insane. So geil einfach. Danke für die verschenkten Serbs, aktiver Tee. Ey, Elden Ring ist eine Bewegung, da hast du echt recht. Elden Ring ist wirklich the wave. Ich sag's nochmal, Chat. Ich liebe dieses Game und ich will, dass jeder von euch das auch gespielt hat. Seid nicht abgeschreckt davon, dass es halt schwierig ist. Geht trotzdem dick rein in die Olga und genießt einfach dieses Meisterwerk von einem Spiel. Jetzt bin ich gespannt, was seine Rune kann. Boah, sieht die krass aus. Ach, wie das wie auch klingt. Steifen. Oh, regeneriert Lebenspunkte beim Besiegen von Gegnern. Wenn man das noch mit einem Talisman und mit einer Waffe, die das auch noch können, kombiniert, da kommt bestimmt einiges an Leben rein. So, und ihr meintet jetzt, in dem Bossraum gibt es jetzt noch was zu tun. Wie viele von diesen Türmen haben wir jetzt besucht? Den Turm haben wir besucht? Nee, oder? Der ist immer noch zu, oder? Der? Nee, den haben wir. Warum haben wir denn da oben keinen Bonfire? Gab's da einfach keins? Hier auch nicht, ne? Hier haben wir doppelt. Da haben wir auch doppelt. Hier im Lavagebiet müssen wir auch doppelt haben. Fehlt dann jetzt nur noch ein Turm? Kann das sein? Hier. Sind alle diese Runen aktiv? Nein, nein. Immer nur eine, die du anlegst. Und auch nur, wenn du einen Runenbogen ploppst. Und dann bist du da im nächsten Tod. Dann bezahl mir das Game lächerlicher Placement-Spruch. Ah, Bruder. Eine Woche. Jalla. Wenn ich aktuell gesponsert werden würde von Elden Ring, würde irgendwo hier im Bild Werbung stehen. Sonst wirst du in Deutschland abgemahnt, du Clownsnase. Und Bruder, ich kann ja wohl ein Game feiern, auch ohne dafür bezahlt zu werden. Bin ich irgend so ein, keine Ahnung, Mann, Instagram-Vibes-Bild, was nur für irgendwelche Produkte Werbung macht, die, keine Ahnung, bezahlt werden. Das war's komplett, Bruder. Eine Woche? Ja, vielleicht hat er einen schlechten Abend. Warum bannst du den nicht? Keine Ahnung, Bruder. Eine Woche, wenn er wiederkommt. Er hatte vielleicht bessere Laune. Da steht Werbung, ja, für meine Partner, aber nicht fürs Game. Wenn ich aktuell ein gesponsertes Spiel streame, dann sieht es so aus. Mal. Wo ist denn die Werbeanzeige? Oh, das ist die falsche. Na, ist gerade nicht da. Lost. Irgendwo auf jeden Fall habe ich auch nochmal dafür was. Also ja, Bro. Ich feiere das Game mega ab. Ich habe so viele Games schon empfohlen, die ich auch nicht gesponsert bekommen habe. Ich habe nicht einen Cent bekommen für Elden Ring spielen. Hab einen Key bekommen von From Software. Das war's. Ich finde das Game einfach super geil und ich würde mich freuen, wenn jeder das Game auch genießt. Oh, you. Allow me some time. Our Lord's carcass is vast and not easily consumed. Dear Rykard, please. Find purchase within me. I wish to be your serpent, your family. One day, let us devour the gods together. Na geil. Dear Rykard, please, I wish to be one day. Chat, soll ich da draufhauen oder? Wie ist das einfach? Oh mein Gott, ist das eklig. Rasten und nochmal hin. Ich hätte schon fast wieder zugeschlagen.
Würdest du dem neuen COD eine Chance geben oder ist das Thema zu? Ich glaube Multiplayer nicht mehr. Warzone 2, ja. Aber ich glaube COD Multiplayer, der Zug ist endgültig abgefahren. Hm. Hi Carsten, hab das Game auch geholt, aber finde es ziemlich schwer und komme kaum weiter. Hast du Tipps? Liebe Grüße aus Koblenz, du Fuchskapi. Bro, was soll ich dir sagen? Ich bin auch nicht schlecht in Soul Games. Bruder, ich habe auch 600 Tode drin. Wahrscheinlich davon 500 mit Sturzschaden. Aber das ist normal. Wirklich, das ist normal, dass man oft stirbt. Das ist einfach eine Essenz von dem Spiel. Du musst halt einfach besser werden mit dem Rollen. Und wenn du einen Boss oder einen stärkeren Gegner das erste Mal facest oder das zweite Mal, du kennst seine Angriffe nicht. Du stirbst halt, weil jeder Gegner extrem Damage macht. Upgrade deine Stats. Upgrade deine Waffen, indem du halt in Dungeons gehst, in Loothöhlen und so. Und hab einfach Spaß beim Spiel. Und tu dich nicht quasi, also es ist nicht so ein normales Game, was dich an die Hand nimmt, wo du halt nur 5-mal stirbst im gesamten Spiel, ne? Dass du bei dem Game 100 Male stirbst, ist einfach normal, das gehört dazu. Dadurch hast du diesen Ehrgeiz, besser zu werden und weiterzukommen. 70% der Tode waren Fallschaden. Also ich glaube 70% nicht, aber... Was schätzt du, Michael? Also ich glaube, 100, 150 Tode waren bestimmt Sturzschaden. Ein Viertel kann man schon sagen. Bestimmt. Wie bekommst du den Debuff von der Umarmung weg? Einfach das Item von ihr konsumieren. Mehr? Naja. Denkst du, du könntest das Game unter 100 Toten durchspielen? Wäre mal eine Challenge. Auf jeden Fall, Christian Koch. Beim zweiten Mal würde man ja viel schneller sich eine starke Waffe holen oder starke Zauber und würde nicht mehr, also wenn man auch auf so eine Challenge geht, würde man halt auch das mit dem Sturzschaden nicht immer riskieren, ne? Okay, Swarty, muss man sie jetzt attackieren oder wann geht's hier weiter? Ah ja, genau, bei der Tafelrunde noch abchecken, was das Echo kann. No-Hit-Run, das kannst du bei dem Spiel so vergessen, glaube ich. Oh, auch eine Waffe, die auf Feuer skaliert und Glauben und Geschicklichkeit. So wie meine Waffe. Boah, Weisheit 40. Glauben 18. Setzt lodernde Geister frei, die nach einiger Zeit wiederholt explodieren. Den Spell habe ich, glaube ich, schon gesehen. Ne? Das, was der auf uns manchmal geschossen hat, dieser rote Faden, der immer wieder explodiert. Ne? Auch geiler Stuff. Zeig mal die Waffe. Die Flammen rauben getroffenen Gegnern Lebenspunkte. Also rauben. Hat er sich geheilt damit? Hat er sich damit geheilt? Mit jedem besiegten Gegner regeneriert diese Waffe einen Teil eurer Lebenspunkte. Also die Waffe regeneriert Lebenspunkte und wenn man die Rune von ihm aktiv hat, regeneriert man auch noch Lebenspunkte. Also doppelt. Nicht schlecht, Herr Specht. Auch eine Feuerwaffe. Bin ich fast geneigt, mal zu probieren, den Lachs. Zweit Run mit Bettler. Mana-Regenerieren gibt's auch noch. Gibt's als Talisman vom Hirsch auch. Den habe ich schon geholt. Probier, ich habe leider Stärke nicht auf 22. Müsste ich erst Stärke leveln. Man kann ja die Echos noch duplizieren, auch wenn man sich schon eine geholt hat, richtig? Seine habe ich dupliziert, deshalb habe ich die zweimal. Und die habe ich auch dupliziert, oder? Sonst könnte ich mir das doch nicht noch holen, oder? Habe ich die vom Hirsch dupliziert? Ich glaube, zwei Stück habe ich dupliziert schon, ne?
Die Bosswaffen kann man nicht selber craften. Nein, du kannst sie nur bei der Händlerin hier, bei der Fingerleserin eintauschen, wenn du halt ein Boss-Echo hast. Von dem Drache will ich die auf jeden Fall auch noch. Ey, das ist so geil mit den Echos. Man will auch jeden Spell mal ausprobieren. Ich brauche auch eigentlich Glaube. Brauche ich auch 50. Vielleicht muss ich meine Skalierung ändern. Weniger Geschicklichkeit, mehr Glaube. Weil ich könnte Glaube schon auf fast 50 haben, wenn ich wollen würde. Dann könnte ich die beiden Spells einfach schon spielen. Geiler Scheiß. Wirklich ein Wahnsinns-Game einfach nur. Wie funktionieren Echos? Echos kriegst du halt von ganz seltenen Bossen. Also von richtig heftigen, geilen Bossen kriegst du halt Echos. Und die Echos kannst du bei ihr eintauschen gegen einzigartige Talismane oder Zauber, Wunder oder halt Bosswaffen, die du halt nur so kriegst. Die kriegst du anders nicht. Und du musst dich halt immer entscheiden, eins von zwei. Es gibt aber in der ganzen Welt verstreut so riesige Mausoleums, die laufen. Das sind riesige Mausoleum-Schildkröten, wenn du so willst. Nur ist auch statt ein Panzer ist oben ein Mausoleum. Und du musst die halt zum Fall bringen. Dann knicken die ein und du kannst rein. Und dann kannst du eine Bossseele duplizieren. Und dann hast du beide, also dann hast du die zweimal, so wie jetzt zum Beispiel das Echo von Radan. Von der Sterngeißel habe ich zweimal, weil ich sie dupliziert habe. Und vom Hirsch auch, aber den Talisman habe ich mir schon geholt. Und dann kannst du dir halt beide Bosswaffen holen. Du kannst dir nicht zweimal dieselbe holen, aber beide Sachen. Das ist halt auch eine so geile Mechanik, gab es dann auch keinem Soul-Game vorher. Wie kriegst du das gelbe Ding neben deinem Lebensbalken? Das ist die aktive Rune, die ich gerade drin habe. Du musst quasi, also den ersten Main-Boss, den ihr alle legen werdet, Chat, ist Godric. Wo haben wir denn den Godric? Lass mich mal schauen. Hier. Godric, der Verpflanzte. Das ist sein Bossraum. Und wenn ihr den gelegt habt, Chat, ich habe das sehr spät erst rausgefunden, weil der Twitch-Chat mir es dann gesagt hatte. Vorher wusste ich das selber nicht und der Chat auch nicht. Und zwar, wenn ihr Godric gelegt habt, geht es hier in der Borg. Hier ist der Haupteingang und ihr müsst dann direkt nach rechts. Da schießen die ganzen Gegner auf euch, aber ihr müsst euch durchrollen oder halt die von hinten clearen. Dann müsst ihr hier rechts rein. Und hier irgendwo ist ein Teleporter und der teleportiert euch bis nach hier nach hinten. Dann müsst ihr in den Turm rein. Und in dem Turm könnt ihr die Bossrune von Godric aktivieren. Und die habe ich immer noch dabei. Die erhöht, wenn ihr sie aktiv habt, also einen Runenbogen konsumiert habt, erhöht sie alle eure Stats um 5 Punkte. Und gerade wenn man noch nicht so hoch ist vom Level, sind 5 Punkte eine Menge. Wenn man so, wann wird man Godric legen, Chat? Mit Stufe 30, 40? Überleg mal. Und das gibt einem dann 40, ne? Jeder Stat, man hat ja 8 Stats, mal 5, 8 mal 5 sind 40 Punkte. Das heißt einfach, man verdoppelt dann sein Level fast. Das ist übelst krass. Kann man Bosswaffen im New Game Plus doppelt bekommen? Dann natürlich, ja, aber pro Run nur einmalig. Okay, hier geht's nicht weiter. Was machen Runenbogen eigentlich? Ja, wie gesagt, die aktivieren deine ausgerüstete Bossrune. Und hier am Leuchtfeuer kannst du die große Rune ändern. Guck. Ich habe die von Godric ausgerüstet und könnte jetzt eine von den dreien anderen. Die Magiermeisterin gibt einen keine Bossrune. Beziehungsweise gibt es. Die gibt dir eine Bossrune, aber die hast du im Inventar. Und die erlaubt dir die Wiedergeburt, dass du deine Stats neu verteilen kannst. Guck, du hast im Inventar 5, aber aktiv ausrüsten kannst du nur 4. Große Rune der Ungeborenen ermöglicht eine perfekte Wiedergeburt. Die liegt jetzt anders. Die hat auch ein bisschen. Hat die ein bisschen mehr aufgefressen? Kann das sein? Ja, oder? Oh, you allow me some. Our Lord's. Nein, ich greife sie nicht an, Chat. Nur wenn Stormy das schreibt. Ihr wollt immer, dass man die NPCs umhaut. Ihr Lümmel. Zeit vertreiben bis zum Nachteinbruch. Aber große Runen bringen nur was, wenn man Runenbogen einsetzt. Genau. Sicher, Chat. Oh, you allow me, our lords.
My Lord. Rykard. Okay, das findet er gar nicht witzig, Chat. Dem sein Angriffsmuster kenne ich gefühlt auch auswendig. Aspekt des Schmelztiegels, Hauch. Ist das ein Zauber gewesen? Ja, ne? Ja, ja. Erzeugt einen Kehlsack, um beim Gehen Feuer speien zu können. Kann ich sogar aktiv nutzen, Digga. Wie geil. Zauber. Benutze ich die ganzen anderen Zauber eh fast nie, ne? Die drei benutze ich immer am häufigsten. Wie viele Zauber und Wunder es gibt, Chat, ne? Und ich habe noch nicht mal alle gefunden. Oh, die haben wir mittlerweile auch. Ja, stimmt, haben wir ja vorhin bekommen. Heftet sich an Gegner und verbreitet Wahnsinn. Okay, warte, ich sortiere die mal neu. So, zack. Oh. Schleudert einen tosenden schwarzen Feuerball. Mit schwarzer Flamme, okay. Man müsste alles mal ausprobieren, aber richtig schön auf Glaube geskillt auch. Wo ist denn jetzt hier der Kehl-Ding? Da. Und den hätte ich so Bock zu benutzen. 50 Glaube. Auch die beiden Spells vom Drache. Kann man in jedem Mausoleum die Spells verdoppeln eigentlich? Weil dann benutze ich beide mal vom Drache. Ah, so ihre Rüstung. Auch eine sehr geile Questline von ihr, Chat. Hat wirklich gebockt. Oh, Digga, Lost. Lol. Okay. Oh, man kann gedrückt halten. Das ist geil. Man kann gedrückt halten, dass es länger geht. Boah. Knall. Ist schon ein Baba-Spell. Geht auch relativ lange. Vielleicht tun wir beim nächsten Mal, Chat, mal richtig viel auf Glaube dann skillen. Dann macht zwar meine Waffe weniger Damage, aber meine Glaubensspells machen mehr Schaden. Was passiert, wenn man gefettfingert hat und aus Versehen ein Echo verkauft hat? Ja, Bruder, das muss dir der Chat beantworten. Wenn du ein Echo verkauft hast, ob du es dann trotzdem noch duplizieren kannst in den Mausoleumen. Wenn das überhaupt die Mehrzahl ist. Weil wenn nicht, dann kannst du in dem Run auf jeden Fall nicht mehr beide Sachen bekommen oder vielleicht gar nichts mehr von beiden. Ja. Man kann Echos duplizieren, auch wenn man sie verkauft hat. Okay, dann hat er Glück. Man sollte das Verdoppeln auch machen, wenn man die nicht nutzen will, weil man dann halt beide ploppen kann für 40.000 Seelen am Anfang, ne? Bringt ja trotzdem eine Menge. Aber ich würde Boss-Seelen immer... Außer ihr braucht unbedingt ein Level-Up und ihr wisst, okay, die beiden Gegenstände. Schaut immer vorher bei der Fingerleserin euch die Gegenstände an, die ihr bekommt. Und wenn ihr euch 100% sicher seid, hey, das werde ich nicht spielen, das brauche ich nicht, dann könnt ihr die Boss-Seele ja konsumieren. Ne? Ich würde aber immer den Stuff mir holen, einfach weil alles mal ausprobieren. Ne?
Mausoleen wäre das richtige Wort. Aha. Audienzfahrt. Kirche der... Wo war die Brücke? Gibt es einen Max-Level? Ja, jeden Stat auf 99. Kannst mal Radar ans Schwert probieren. Hast ja zwei Echos. Oh, wir können noch ein Level up, mir ein Level-Up leisten. Wir können nach und nach mal alles benutzen. Wir können nach und nach mal alles testen. Das Schöne ist ja, man kann sich... Ah, es reicht nicht für zwei Level-Ups. Hier, moin. Das Schöne ist ja, man kann quasi unendlich oft sich resetten. What the fuck? Das. Was war das denn? Bester Spell sowieso das mit sich heilen und Vergiftungen und so heilen. Oha, hier geht's übelst über die Dächer, Bruder. Zack. Das Tor ist immer noch nicht unten, oder? Nee. Wie oft geht Wiedergeburt? Ziemlich oft. Du brauchst dieses Item dafür. Eine Larventräne. Und die findest du bei manchen Spots im Spiel richtig, richtig oft. Und ein paar im Chat meinten auch schon, die kann man gezielt farmen bei manchen Gegnern. Ja. Ja, ja, moin, da unten ist einfach die Hälfte der Stadt im Magma. Müsste die nicht dann langsam untergehen, weil das Magma das Stein schmilzt. Nein, Chat, den Final Boss der Story habe ich noch nicht besiegt. Bin ich auch sehr froh drüber. Wie viele Main-Bosse fehlen mir eigentlich jetzt noch, Chat? Noch zwei oder so, ne? Zwei oder drei? Ich habe vier. Außer der zählt als Main-Boss. Echt? Ich habe noch drei? Oh mein Gott, wie geil. Oder einfach noch drei Main-Bosse. Beste Leben. Och, nee, nicht die Viecher. Die sind so nervig. Tanky. Gibt's bei denen eigentlich irgendeinen Trick? Da sind die einfach nervig bei jedem. Bro, ich stacke. Was machst du gegen diese Viecher, Chris? Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei denen Blutungsschaden triggert. Machst du denen bestimmt gar keinen Damage, oder? Schmiedsteinstufe 6. Magie wirkt gut. Ich bin kein Magier mehr. Break. Also ich bin wirklich sehr gespannt noch auf die anderen Hauptbosse. Besonders, oh, besonders auf den Endboss. Ja, moin. Hä? Besonders auf den Endboss bin ich sehr gespannt. Soll ja so gottlos schwer sein. Ohne Mimikasche.
Das Schöne ist halt, Chat, wenn ihr, wenn euch das Game zu schwer ist, ihr könnt es euch halt ein bisschen einfacher machen durch die Beschwörungen, ne? Oh! Das Startmedaillon plus 1 erhöht die maximalen Lebenspunkte deutlich. Um 119 Punkte. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Luke schlagen, meint ihr, Chat. Also wenn sie die so öffnet, attackieren. Stimmt, da kriegt sie extra Damage. Sieht immer so weg aus. Nein. Das machst du eigentlich irgendwann noch einen neuen Run oder spielst du immer wieder New Game Plus durch? Irgendwann wirst du auch nicht mehr schwerer, ne? Ich glaube, New Game Plus ist dann langsam Sense. Du warst zumindest bei Dark Souls 3 oder war es New Game 15? Irgendwann auf jeden Fall wird es nicht mehr schwerer. So, die packen so ab, ne? New Game plus 7. Ah, okay. /75 Weisheit? Warum das denn, Chris? Weißt du, wo man eine Geisterlilie Stufe 8 herbekommt? In irgendeinem hohen Dungeon. In einem recht späten Gebiet. In einem Dungeon. Die haben das auch sehr gut gemacht. Diese Balance der Upgrade-Materialien. Mal hat man ein bisschen Pech, dass man einfach, ja, ich habe zum Beispiel schon einen Steinstufe, also für meine Waffe hatte ich schon einen Steinstufe 8 und 9 und glaube auch Stufe 7 und Stufe 6 hat mir gefehlt, oder? War es so? Ich glaube Stufe 6 hatte ich, aber Stufe 7 und 8 haben mir gefehlt. Ne, 7 hat mir gefehlt, genau, 7 hat mir gefehlt, 8 und 9 hatte ich schon und als ich dann den 7er gefunden habe, konnte ich mir einfach Stufe 7, 8 und 9 holen. Und das war halt auch Pech, ne? So ist es halt. Warum ist der hier inaktiv? Will ich mich mal nicht drüber beschweren. Aber hier kommt hier auch noch ein Boss-Chat. Nicht dieser Fürst, sondern noch ein anderer. Ach du Scheiße. Ja? Geil. Aber dieser Fürst-Chat, bekommt man diesen Fürsten überhaupt auch als Boss, wenn man nicht die Questline von der Frau macht. Und auch diesen Drachen bei dem Bossraum von der Fia. Bekommt man den, wenn man die Fia-Questline macht? Manche Bosse trifft man ja nur, wenn man die Questlines macht, oder? Weil ich glaube, den Doppel-Götter-Skalp, der ist auch optional. Also da geht nochmal ein Bussi raus, Chat, für die Hilfe. Weil ich hätte mir das alles zusammen googeln müssen. Oder halt im New Game Plus das dann alles machen. Und durch euch konnten wir direkt sehr viel Content spielen. Und das sehen ja dann auch wiederum die Zuschauer auf YouTube oder auch die Leute, die das Spiel nicht kennen, im Stream. Und das ist doch für alle eine super Sache, ist das. Über die Dächer kommt man das Item, ha? Huh? Oh, ich habe in den Chat geschaut. Ah ja, moin. Geheimpfad gefunden aus Versehen.
Scherbe eines lebenden Gefäßes. Das ist ein Ding, Upgrade-Material, oder? Hier, so ein Ding, oder? Ich wollte sagen, dass die Dinger, die dich gerade eingesaugt hat, du mit Button Smash. Ist das nicht dein Talisman? Ja, nur anders, oder? Nee. Oder? Nee. Also auf jeden Fall hat er geschrieben, dass man aus diesen eisernen Jungfrauen schneller rauskommt, wenn man Button smasht. Guter Call. Nee, ist er nicht. Oh, es regnet Gegner. Also beim nächsten Mal machen wir auf jeden Fall eine Wiedergeburt und machen dann dick Glaube hoch und probieren die Glaubensspells aus von dem Drache. Habe ich Bock drauf. Ich glaube, ich werde trotzdem nicht so zufrieden sein wie einfach mit viel Damage mit der Waffe, weil ich mich jetzt daran gewöhnt habe. Aber der Hauptschaden der Waffe kommt ja sowieso vom Leben. Siegel des Erdenbaums. Boah, Glauben 40? Habe ich bei Reapers in der Hand gesehen. Ich glaube, das ist das stärkste Item für Glaubensnutzer, oder? Nee, Reapy. Oder? Sonst hättest du es wahrscheinlich nicht benutzt, ne? Glaube zum Anlegen. Ist wild. Hat wahrscheinlich einen richtig Baba-Scaling, ne? Weil guck mal, mein Gottestöter auf plus 22 hat gerade mal eine Anrufskalierung von 177. Das ist gar nichts, Digga. Das ist ja geil. Haben wir ja perfekt das Item gefunden. Perfekt das Item gefunden für nächsten Stream die Glaubensdinger benutzen. Oh, scheiße. Und ich habe gerade die ganzen Steine rausgehauen für das andere Upgrade. Bitte sag mir, dass ich noch alle einmal habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Einfach alle noch einmal da. Das heißt, ich kann das Ding auf plus 9 upgraden. Das ist gut. Das ist sehr gut. Na, ich gehe mal davon aus, dass es damit geupgradet wird, oder Reapers? Ui! Quatto! Oder Quatto! Könnt noch eine 10er Sub-Bomb. Ne, 20er! Ja, moin! Lass mal noch ein paar Bomber steigen hier und ein paar Bomben regnen. Bam! Danke für die dicke Sub-Bomb an die Community. Vielen Dank. Sehr große. Ich hoffe, die 20.9 bedanken sich bei dir, die einen Sub ergaunert haben. Wenn nicht, gibt's aber richtig Ärger hier. Nico, leg direkt mit einer 10er Sub-Bomb noch nach. Auf und ganz entspannt. Danke für die 10, Nico. Gruß geht raus. Willkommen an die 10.9. Bedankt euch, wenn ihr den Sub erschlichen habt. Kapi ergaunert habt. Danke für die 10. Willkommen, willkommen. Ist hier Sackgasse? Muss man über die Dächer gehen? Gehe ich nochmal ganz kurz in die Tafelrunde, Chat. Ich muss ganz dringend nochmal strullen, mimulen. Ah, die Tafelrunde feiere ich auch richtig ab. Na, falls ihr nicht wusstet, die Tafel ist auch ein riesiges Bonfire. Geil. Check direkt mal ab beim Schmied, ob ich das Teil upgraden kann.
Nach dem bei dem Game nach ein paar Stunden aussteigen ist einfach nicht möglich. Ja, das ist... Ich habe auch selten ein Spiel gespielt, was so Spaß macht und süchtig macht, weiterzuspielen. Es gibt einfach immer noch was zu tun, noch was zu entdecken. Es macht einfach so unglaublich Spaß. Ich glaube, das letzte Spiel, was so süchtig gemacht hat, dass ich es einfach immer weiter zocken wollte, war halt Witcher 3. Auch im Stream. Well, I took you no matter. Lay out your own. Waffe verstärken. Und Schilde. Nahkampfwaffen. Mit diesem Anker habe ich auch schon ein paar Leute rumrennen sehen. Rostiger Anker. Eine richtige, heftige, schwere Nahkampfwaffe. Fernkampfwaffenkatalysatoren. Gefäßkanone. Ah, tatsächlich Dunkelschmiedstein. Perfekt. Das Geile ist, dass man für die Items immer nur einen einzigen Stein braucht. Baba. Die sind zwar seltener, aber dann braucht man halt immer nur einen Stein, ne? Das ist echt nice. So, ich habe eine Weisheit von, ich glaube von 28. Glaube von S-Scaling hat er jetzt. Geil. Glaube 28. Kriege ich irgendwie das auf 40? Nur mit den Talismanen. Glaube plus 5. Und das von dem Eldenbaum. Nee, das ist nicht richtig. Das andere hier. Okay, ich krieg's auf 36. Würde ich da noch einen Runenbogen ploppen? Hätte ich 40. Einfach mal tryen. Das sieht so geil aus. Kann ich ihn anlegen. Ah ja, moin. Hä? Wie kann das Ding, Reapers, wie kann das Ding weniger Anrufskalierung haben als das? Vorhin hatte das doch 166, weil ich weniger Glaube hatte, ne? Alter, Silence! Junge! 5000er Bitbombe! Lass mal noch ein paar Rollies regnen für den Bree. Plus heilig aber noch. Stimmt, also machen heilige Spells mehr Damage. Aber dann halt nur heilige, ne? Blitz und so nicht. Aber es sind ja auch nur plus 10. Das Ding sieht auch viel geiler aus. Und plus, wenn man das dann plus 10 hat hier, dann macht es auch nochmal richtig viel aus, glaube ich. Hallo Leute, ich verstehe nicht, was Anrufskalierung und Attributskalierung bedeutet. Ganz einfach. Anrufskalierung bedeutet halt die Wunder, die du mit dem Katalysator, also mit dem Gegenstand, zauberst, machen so viel mehr Damage. Ich weiß nicht, ob das in Prozent ist. Ich gehe mal davon aus. Also 207% wäre das jetzt, ne? Und Angriffsskalierung bedeutet halt, so viel mehr Angriff macht die Waffe. Mit dem und dem Scaling, mit dem und dem Attribut. Jetzt bereue ich es bisschen, dass ich das auch hochgemacht habe. Weil wenn ich jetzt irgendeine andere Waffe auf plus 9 machen will, fehlen mir die plus 8er und plus 9er. Die muss ich dann nochmal finden. Von den anderen habe ich genug, oder? Ja, vom 1er fehlen mir noch einige, aber die kann ich einfach kaufen. Und von plus 3.
Ah, wir haben ja noch eine Klangperle vorhin gefunden. Er ist so gut, dass man die kaufen kann. Dafür noch mal mehr Blumen. Kann ich Gräberlilien bis Stufe 6 kaufen. So, Inventar. Mach ich mal die 7 voll. Boah, ganz schön teuer, der Max. Okay. Ach, ich kann Schmiedsteine plus 6 auch schon kaufen. Plus 7 und plus 8 kannst du später mit Klangperlen kaufen. Ja, wenn ich sie finde, ne? Ich glaube, die gibt's erst irgendwo im Schneegebiet. Oh, ne, im Tornado-Gebiet sogar. Platin-Run noch möglich? Weiß ich nicht. Ich spoilere mich aber auch nicht, was die Trophäen angeht. Ach, Stufe 8 brauche ich schon. Lost. Schmutz. 112.000 Truhen brauche ich für einen fucking Level Up. So, Chat, jetzt hier einfach weiterlaufen in dem Gebiet. Blick gerade nicht durch. Welcher? Was ist neu? Straße der Sünde? War die Platin schwierig im Vergleich zu anderen Soul Games? Reapers meinte nein, weil man sehr wenig Sammelsachen machen muss. Elden Ring Platin soll sehr angenehm sein, weil du halt nicht 100 Ringe sammeln musst oder 100 Zauber und Wunder und so, sondern halt nur 10, 20 wichtige, sage ich jetzt mal. Schlangenmenschschild. Also Dark Souls 3 auf Platin war wirklich, was das anging, echt schlimm, weil du musstest jede Geste einsammeln, jeden Zauber, jedes Wunder, jede Pyromantie, jede Geste, habe ich gesagt, na, jeden Ring. Die Ringe waren mit am schlimmsten. Es gab so viele verschiedene Ringe. Und die ganzen Items, die in Verbindung waren mit den Rufsachen von den Eiden, die hast du ja dadurch, dass fast niemand mehr PvP gespielt hat, auf dem Rang halt, wo du dich bewegst, musstest du die alle bei so Gegnern farmen und die hatten so eine niedrige Droprate, dass du teilweise stundenlang die Items gefarmt hast. Das war schon irre. Man musste gefühlt jede Questline machen. Das fand ich aber wiederum geil. Ich find's geil, wenn eine Platin bei einem Spiel dafür sorgt, dass du fast alles von dem Spiel gesehen hast. Dann ist es eine gute Platin. Dann ist es eine sehr, sehr gute Platin. Deshalb ist zum Beispiel auch Demon's Souls eine sehr gute Platin, weil du da auch alles von dem Game siehst. Oh, eins zu weit. Toll. Gleich ist der Rundbogen wieder weg. Kriegen wir jetzt mal vernünftigen Damage rein. Ich weiß nicht, wie viele Platin ich insgesamt habe. Irgendwas mit 40. Ich habe noch einige Games offen, die ich noch fertig machen muss.
Blick noch nicht immer durch, welche Bonfire richtig sind. Wieder falsch, oder? Nein. Sind 40 Platin viel? Also schon. 40 Spiele komplett durchgespielt. Ist auf jeden Fall nicht wenig. Platin, also erstmal das komplette Hauptgame beenden und dann, klar, Platin machen. Aber wir werden Elden Ring noch, glaube ich, öfters spielen. Ich denke, wenn man einmal alles gesehen hat, vielleicht macht man dann nochmal einen Fun Run mit Magie, also richtig schön OP-Magie oder so. Vielleicht mache ich nochmal einen Run mit der OP-Hellebarde. Wird sich dann zeigen. Mike, danke noch für die 6 Monate Resub. Chat, ich bedanke mich auch noch für die ganzen anderen Subs und Resubs, die reingekommen sind, obwohl ich mich noch nicht bedankt habe. Machst du mal PvP? Weiß ich noch nicht. Vielleicht. Auch rein Green Hub, mein Bester. Wie viele Spielstunden ich schon habe? 73 saftige, erfüllte, spaßige Stunden. Ich wollte mich einfach mal bedanken für all die Unterhaltung. Deine Ausraste in MW3 bringen mich immer noch zum Lachen. Kuss von Herzen. Danke für die Firma und die netten Worte, Bruder. Freue mich, dass der alte Stuff dir immer noch zusagt.